Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. In diesem Video geht es um die Frage, warum zeigt der Kompass nach Norden? Zunächst einmal seht ihr hier unseren Schulkompass und hier seht ihr, die Kompassnadel zeigt so ungefähr nach Norden. Hier seht ihr die Skizze unserer Erde und zunächst einmal hier den geografischen Nordpol und hier den geografischen Südpol. Und jetzt sollte man meinen, gibt es ein Problem. Warum zeigt denn die Nordpolnadel zum Nordpol und die Südpolnadel zum Südpol? Und die Lösung ist, das tut sie gar nicht. Denn neben dem geografischen Nordpol befindet sich der magnetische Südpol. Und hier unten, neben dem geografischen Südpol, befindet sich der magnetische Nordpol. Und durch diese Umdrehung wird es möglich, dass unsere Kompassnadel nach Norden zeigt. Sie zeigt nämlich nicht nur nach Norden, sondern gleichzeitig auch zum magnetischen Südpol. Und wir wissen noch, Nordpol und Südpol ziehen sich an. Merke, es gibt zwei Nordpole und zwei Südpole. Heute kann man zwischen den geografischen und magnetischen Polen unterscheiden. Der magnetische Nordpol liegt ca. 3000 Kilometer vom geografischen Südpol entfernt. Der magnetische Südpol liegt ca. 1000 Kilometer vom geografischen Nordpol entfernt. Okay, das war's.